Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Hier spricht Benjamin Skupski aus Grünstadt. Guten Tag. It's Corona Time. Dieser Hashtag oder Spruch geht schon seit Wochen in sozialen Medien rum. In mehr oder weniger lustigen Videos sehen wir zum Beispiel Menschen, die durch leere Supermärkte gehen oder mit ihrem Klopapier bezahlen. Mehrfach am Tag erhalte ich Nachrichten mit einem witzigen Foto von irgendwelchen kreativen Atemschutzmasken, Eltern, die im Homeoffice unter dem Chaos ihrer Kinder versinken und viel mehr. Auf der anderen Seite gibt es in den Nachrichten täglich neue Zahlen und Entwicklungen zu der Ausbreitung des Coronavirus. Viele von uns bangen um ihr Leben, ihre Gesundheit, ihre Arbeit oder ihre Existenz. Die Corona-Krise, so schlimm sie ist mit ihren Folgen, rüttelt uns wach. Wir müssen uns eingestehen, was eigentlich schon immer klar ist. Unser Leben mit all dem, was dazugehört, liegt in eines anderen, in Gottes Hand. Egal, was für Pläne wir machen, welchen Beruf wir wählen, welches Haus wir kaufen oder mit wem wir unser Leben teilen, unser Leben auf dieser Welt ist begrenzt. Krisenzeiten bringen uns an unsere Grenzen. Da zählt Corona, aber auch jede andere Krise dazu. Als vor knapp 5 Jahren unser Sohn auf die Welt kam, war das einer meiner schönsten Tage im Leben. Innerhalb von 4 Tagen und den darauffolgenden Wochen stellte sich aber unser Leben völlig auf den Kopf. Wir mussten erfahren, dass unser Sohn eine schwere Krankheit hat. Die nächsten Monate verbrachten wir überwiegend im Krankenhaus und es folgte eine Hiobsbotschaft auf die andere. In dieser Krisenzeit durften wir reifen. Meine Frau und ich haben gelernt, dass es für ein Kind nicht selbstverständlich ist, dass es lacht, isst, sitzt, steht, läuft oder eben gesund auf diese Welt kommt. Umso kostbarer sind diese Momente nun in unserem Leben. Momente, in denen wir als Familie gemeinsam lachen und annähernd normale Dinge erleben können. Wir haben gelernt, dankbar für das zu sein, was vermutlich auch für uns sonst selbstverständlich wäre. Wir können Krisen als etwas Lästiges ansehen oder aber als Herausforderung, eine Chance, um daran zu wachsen und zu reifen. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, du hältst unser Leben in deiner Hand. Danke, dass du gute Gedanken für unser Leben hast. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Corona-Krise als Chance anzunehmen. Hilf uns, Gutes in unserem Umfeld und unserem Ort zu tun. Wir bitten dich für alle, die unser Land am Laufen halten. Segne sie und ihren wichtigen Dienst für unsere Gesellschaft. Sei du bei allen Menschen, die ihre Arbeit verloren haben oder deren Existenz bedroht ist. Schenke du neue Hoffnung. Amen. Bleib unter dem Segen Gottes, heute und jeden Tag. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.